Günstig, schnell und zuversichtlich ist die Seite SebiMods. Diese verkaufen von Unlock All Accounts bis hin zu Money und RP Boosts wirklich alles. Ja, sie haben auf jeden Fall wirklich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr günstige Preise. Ja, die sind auf jeden Fall sehr in Ordnung und haben auch eine sehr gute Bewertung. Ja, ihr könnt auch mit jeder Zahlungsmöglichkeit bezahlen. Und mit dem Rabattcode MUTE10 bekommt ihr 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Webseite. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was geht? Hallo, willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal insgesamt so 5 bis 6 oder auch 7 gemoddete Autos, die ich irgendwann mal in GTA 5 Online erstellt habe. Dazu muss ich sagen, die sind komplett frei erfunden. Ich habe mir irgendwann mal Mod-Menü auf dem PC gedacht, komm, benutze das Mod-Menü mal. Da gibt es so eine Option Spawn Random Vehicle und das habe ich an der Stelle immer mal wieder gedrückt und dann kamen auch mal gute Autos raus, dann kamen auch mal schlechte Autos raus. Ich habe mir jetzt aber erstmal die besten Autos an der Stelle rausgesucht, die mir persönlich am besten gefallen haben. Und ja, Freunde, ich weiß nicht, wie es aktuell bei euch ist. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren. Ich habe eine Spotify-Playlist zumindest hier gerade offen, voller Weihnachtsmusik. Ich bin gerade voll in Weihnachtsstimmung und wir haben gerade 21 Uhr, wo ich das hier schneide. Und ich habe mega Bock auf Weihnachtsmusik. Deswegen gibt es heute einen oder bis zwei Weihnachtsbeats, die ich gleich noch einfügen werde. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse. Ich werde natürlich jetzt gleich auch wieder normale Beats benutzen, aber ich habe einfach richtig Bock darauf. Ich hoffe, ihr nehmt mir das an der Stelle nicht übel, wenn ich mir mal diese Ausnahme hier an der Stelle gönne, weil sowas mache ich relativ nie. Aber heute habe ich so das Verlangen nach Weihnachtsmusik. Ich habe voll Bock, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, was ich jetzt bald auch machen werde. Ich habe da mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich habe ein paar Autos jetzt hier eingefügt. Ich habe gedacht, komm, haust du mal ein bisschen was raus, ein bisschen Abwechslung. Ich habe das ja schon mit Outfits gemacht, machst du das jetzt auch mal mit Fahrzeugen. Das werde ich auf jeden Fall öfter machen. Es gibt immer so Abwechslung. Ich werde es bald jetzt auch mit den weiblichen Outfits machen. Ich habe ein paar weibliche Outfits mal erstellt. Die werde ich euch auch noch zeigen. Wenn euch das Ganze an der Stelle gefällt, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf eure Mentoren und Freunden, damit die hiervon auch Bescheid wissen. Schreibt mir auf jeden Fall die Meinung zu diesen Beats, die ihr gleich hören werdet und zu den Fahrzeugen. Das interessiert mich natürlich am meisten. In die Kommentare, wie ihr das Ganze an der Stelle findet, wie ihr meine Autos findet. Ich weiß, es ist ein bisschen was anderes. Wird nicht jedem gefallen, das ist mir schon an der Stelle klar. Aber schreibt mir eure ehrliche Meinung rein. Ob es euch gefällt oder nicht, würde mich an der Stelle interessieren, was euch gefällt, welches Fahrzeug ihr nehmen würdet persönlich. Die sind aber alle auf dem PC, das müsst ihr an der Stelle bedenken. Ich würde jetzt sagen, quatschen wir nicht so viel. Springen wir das eigentliche Video rein. Let's go!
Ja, Freunde, wir sind jetzt schon am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, euch haben diese Fahrzeuge gefallen. Ja, das ist auch schon das ganze Video gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf eure mittleren Freunde, damit die hier von diesen Fahrzeugen auch auf jeden Fall Bescheid wissen. Und wenn euch das auch soweit gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Das ist mir aktuell ganz wichtig, damit ich eventuell einen zweiten, dritten oder auch vierten, fünften Teil machen kann. Ja. Das ist auch schon alles gewesen. Wenn ihr das hier seht, bin ich auch auf Seminar. Hier, es ist an der Stelle auch schon vorgearbeitet. Einfach damit ich das schon mal aus den Augen habe. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Awesome.